Schauen wir gleich mal vorbei zu der Boni, bin gespannt. Pferdle. Wir haben noch immer das gleiche Pferd, das taugt, das taugt. Ich hoffe, das bleibt dann noch so für die nächsten 20 Missionen. Alles für die Platin, alles für die Platin. Es wird eh nichts, das haben wir da jetzt schon. Das sind jetzt schon nur Start. Im Pferd würde ich aber auch gerne das ein oder andere zum Füttern geben. Weil wenn ich mir das so anschaue, fand ich das extrem geil. Ich sehe klar, du kannst jetzt nicht Teil 1, also ja, Teil 1 und Teil 2 vergleichen. Wenn du Revolver mitzählst, dann ist es eigentlich Teil 2, was wir jetzt spielen. Und dann Red Dead Redemption 2 ist dann eigentlich der dritte Teil, aber ist jetzt wurscht. Würde ich ja trotzdem sagen, fand ich das schon mal richtig geil in Teil 2, dass du so eine Art Stufensystem mit deinem eigenen Charakter gehabt hast und noch zusätzlich mit dem Pferd. Und das hat mir da mal richtig gut gefallen. Da war jetzt gerade ein Punkt. Okay. Haben wir jetzt fett einbildet gehabt, dass ich da irgendwo jetzt einen Punkt gesehen hätte. So, ich jetzt mal dazu. Das, ah ja, nicht runterfallen, nicht runterfallen, Havra. Bleib ruhig, ruhig, Bruder, ruhig. Nicht, dass ich runterfalle. Das Pferd hat eh schon mitgekriegt, ich bin ein bisschen depp. Aber ich bin gespannt. Die Mission mit der Bonnie, die taugen mir extra. Und die fahren mit dem Havra. Nehmen wir Auto. Dass wir da vielleicht den einen oder anderen suchen. Da haben wir wenigstens auch ein bisschen mehr herumschießen können. Das hat Auto. Bissel jedenfalls mit dem Sheriff. Super. Super mit dem Sheriff. Hat man voll taugt. Dass der Bissel echt wirklich mal ein bisschen mehr machen können. Das gefällt mir so sehr. Oh! Ja, da let's go, sicher, sicher nicht, dass weg ist. Hi! Also mit dem Hund. Ich wollte schon mit er mitgehen. Er ist der Hund für mich. Ja, dann sicher, sicher gleich mal mit dem Lasso. Ist besser, definitiv. Ist halt aber immer wieder die Frage, wie viele Verbrecher sind es? Weil wenn du jetzt nochmal sagst, nur der eine, der dann du ihn auf alle Fälle fesseln. Aber wenn es mehrere sind, ja dann, die beginnen sicher gleich zum Schießen. Die lustigen. Mal abwarten, schauen wir mal, wie viele es sind. Schauen wir mal, wie viele. Aber ihr lernt mit einem Hund und alles. Das ist lieb, lieb. Wenn wir schon die Option dabei haben, muss ich gleich rangehen. Muss ich gleich rangehen. Ich wollte eh gerade sagen, ich glaube, der Bulle forscht mich. Ja, aber er forscht mich, das gibt's ja nicht. Weißt du eigentlich, ey, wo du hier rennst? Also, ich frage nur für einen Freund. Da hat er so ein bisschen. So den Doktor in dem Bereich. Also entweder, dass sie da eine Zeit lang hingesetzt, der Verbrecher. Aber es kommt mir irgendwie ein bisschen komisch. Sehr, sehr komisch. Zug ist in der Nähe, glaube ich. Ja, voll! Sehr schön. Ui! Da ist er gleich ganz, ganz schnell gewesen. Vielleicht versteckt er sich. Das wäre aber auch geil gewesen, wenn sich da irgendeiner versteckt hätte. Oh, er! Ja, was bist du deppert fast hier gewesen? Boah! Und ich habe sogar noch die falschen anvisiert. Ey, das tut mir jetzt leid wegen den anderen. Kann ich mitnehmen? Oh! Okay, dann hat man ja den beinahe mitgenommen. Ich hätte ihn verkauft. Den Haverer. Also nicht wegen seiner Hautfarbe jetzt. Nein, überhaupt nicht. Das sieht gleich jeder falsch. Fix. Muss gleich aufpassen, was du sagst. Bist du deppert.
Ich hab nicht gesehen gehabt, was für ein Ort, eine Hautfarbe der hat, Alter. Bist du deppert. Puh, gefährlich, Hase. Ganz, ganz gefährlich. Ich hab ihn gleich beim Sheriff da verkauft. Das ist das, Alter. Nein. Ich verlange ein bisschen extra, genau. Wollte ich auch gerade sagen. Da verlange ich definitiv ein bisschen extra. Ein bisschen mehr Schülling. Oh, wieder Ruhm, +5.